Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, liebe Interessenten zu Angezockt. Ja, Pit heißt dieses Game. Und das ist mal wieder eine Demo, die ich euch gerne mal präsentieren möchte. Ich habe ehrlich gesagt gar keine Ahnung, was mich da erwartet. Ich habe ein bisschen in die Screenshots reingeschaut, aber natürlich möchte ich sehen, was mich hier hinter erwartet. Wir haben nur die Möglichkeit, das Spiel zu starten. Und zwar im Einzelspielermodus. Schwierigkeit auch normal. Mal schauen, was uns da so erwartet. Uiuiui. Und das für ein Schulbus. Interessant. Eine andere Welt. Und da sind wir. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, das erinnert mich so ein bisschen an... Wie hieß ja nochmal dieses andere Spiel, was... Oh, da wird's dunkel. Nur Nebel. Ja, ich komme gerade nicht drauf. Dieses in dunkel, schwarz. Ja, was können wir machen? Wir können also gehen, auf jeden Fall. Wir können nach oben gehen, wir können nach unten gehen. Ne, wir können nach links und nach rechts. Wir können springen. Kein Doppelsprung. Wir können zunächst einfach nur laufen. Das werden wir jetzt hier mal tun. War ganz schön steil. Die Landung. Mensch, wie hieß denn dieses Spiel noch? Für weitere Sprünge halte. Aha. Aha. Okay. Super. Ich komme echt nicht drauf. Oha. Was ist denn da dafür gestalten? Ich bin im Bus eingeschlafen und der Fahrer hat mich hier einfach abgesetzt. Wissen Sie, wann der nächste Bus nach Whistledon kommt? Also in Ordnung war das ja nicht gerade, wa? Aber du hast Glück, Kind. Der Bus nach Whistledon sollte jede Minute eintreffen. Du kannst gern mit uns warten. Eine große 14. Also grafisch natürlich jetzt nicht so das Oberwunder. Ist natürlich aber auch nicht so viel hier vorhanden. Aber ansonsten natürlich ganz witzig gemacht. Gucken, was hat er denn hier zu sagen? Gar nichts. Oh, das ist auch ein kleiner. Das ist eine Lüge. Du kommst nicht von hier, wa? Und du willst weg von hier, richtig? Ich auch. Aber wenn du nur wartest wie die, kannst du noch lange warten. Aber der Mann dort sagte, dass der Bus jede Minute kommen müsste. Gregory? Er war noch ein Kind, als er sich hier anstellt. Kaum älter als du. Seine Generation hat Schwierigkeiten, die Veränderungen hier zu akzeptieren. Soll das heißen, dass hier gar keine Busse mehr fahren? Dann haben sie wohl die Routen geändert oder was? Mit dem Verkehr hier stimmt irgendetwas nicht. Keiner weiß was. Ich habe gehört, dass Busse in der Großstadt weiterhin fahren. Aber wie sollen wir dahin kommen, wenn bei uns der Busverkehr lahm liegt? Was für ein Albtraum. Es muss einfach einen Weg in die Stadt geben. Wenn es nicht anders geht, laufe ich sogar. Du willst laufen? Davon würde ich dir abraten. Aber wenn du es so oder so versuchst, dann nimm am besten die Route durchs alte Schloss. Da ist schon viele Jahre keiner mehr gewesen, denn man hat es verbarrikadiert. Ich werde es versuchen. Kommen Sie mit? Ich bleibe jedenfalls keine Minute länger hier. Geht leider nicht. Viel Glück auf deiner Reise. Ich hoffe, du findest wieder nach Hause. Wie heißt du eigentlich? Kurt! Wir sind Kurt! Mhm.
So, und das Abenteuer beginnt, wenn ich das so richtig erkenne. Da sind doch schon ein paar Hindernisse. Cool. Geht es immer weiter runter? Nee. So, man kann hier also Sterne einsammeln. Interessant. Das werden wir wahrscheinlich auch noch erfahren, wofür die dann irgendwann mal nützlich sein könnten oder werden. Die sind auch irgendwie so gegliedert, ne? Die ziehen sich gegenseitig an irgendwie. Bleib hier. Sehr cool. Und da geht's dann wohl zum Schloss. Sieht doch schon so ein bisschen nach diesem Tor aus. Huch! Aha, ist ein Gang. Interessant. Aha, wir können also nach unten drücken. So ducken wir uns dann. Interessant. Limbos oder so. Limbo. Limbos. Limbo. So, und er schmirgelt da was ab, so wie das aussieht. Ist ein Werkzeugraum. Also eigentlich ganz nett gemacht, ne? Das ist so ein kleiner Nebel, der da durchgeht. Oder ist das so ein Scheinwerfer? Mal gucken, mit dem sprechen wir doch bestimmt jetzt. Dich habe ich noch nie gesehen. Du bist doch wohl nicht einer dieser Gören, die hier rumschleichen und ihre Nase in Angelegenheiten stecken, wo sie nichts angehen, oder? Wo sie nichts angehen? Die sie nichts angehen, oder? Nein, Madame. Madame. Bin ich nicht. Ich bin auf dem Weg in die Stadt. Ich will mit dem Bus nur noch nach Hause. Wo sind wir hier? Früher waren das mal Arbeitsposten, aber es hat sich viel verändert. Außer mir kommt heute keiner mehr hierher. Wundert mich nicht, denn gemütlich ist es hier nicht gerade. Die Stadt zu erreichen wird nicht leicht sein, fürchte ich. Die Wächter sind überall. Du musst dich unauffällig bewegen, denn sie können es nicht leiden, wenn sie viele Leute rumlaufen. Wenn zu viele Leute rumlaufen. Bring dich nicht in Schwierigkeiten. Alles klar. Und Madame putzt weiter. Okay, hier ist ein Kreuz drauf. Ist das ein Erste-Hilfe-Kit oder so? Rezeption. Okay, ein paar haben wir schon. Kann man hier reingehen? Nee. Während seiner Abenteuerreise kann Kurt überall Souvenirs sammeln. Such nach ihnen an Orten, die nur schwer erreichbar sind. Okay. Das ist wahrscheinlich jetzt erstmal ein einfaches. Dann werde ich mal ein paar Erinnerungsstücke sammeln. Sieht so aus, als werde ich eine Weile hier bleiben. Dieses alte Busticket ist zwar abgelaufen, aber ein nettes Souvenir. Das hebe ich auf. Ein geheimes Souvenir gefunden. Kann man das denn hier irgendwo? Nö, kann man nicht. Gibt es hier irgendeinen Knopf? Da, deine Souvenirs werden im Rucksack aufbewahrt, um auf den Rucksack zuzugreifen. Ihn wieder zu schließen, drücke. Ja, Rucksack. Was ist denn das? Ah, das ist der Rucksack. Select. Drücke zum Einsatz eines Gegenstandes. Eins oder zwei oder was? Einige Gegenstände sind permanent aktiviert und brauchen daher nicht gesondert eingesetzt werden. Wie? Ich hatte doch gerade eins gesammelt. Hm. Na gut. Gehen wir mal weiter.
So, was ist das? Das ist ein Gegner, oder? Und draufspringen kann man auch nicht. Sehr gut, das war unser erster Tod. Na, klasse. Das heißt also, wir müssen da drüber jumpen. Alles klar. Sehr gut, das war ja relativ easy. Versprungen. So, komm runter. So, was ist da? Oh! Sind also noch irgendwie die einfacheren. Das ist auch wieder so ein Kreuz, aber anscheinend sind das ja keine Medikits oder so. Hätte ich ein bisschen gedacht im ersten Moment. Okay, wie kann man den umgehen, indem man da unterkrabbelt? Alles klar. Gott, war jetzt nicht so schwer. Ja, also ganz nett. Natürlich am Anfang ja alles noch sehr einfach. Ich denke, das wird bestimmt noch alles schwerer werden. So, 25. Oh! Wow! Alter Schwede! Die Schlosshöhle. Krass. Ein bisschen erschrocken, ehrlich gesagt. Netter Effekt. Alles gut, Kurt. Bist du gesund? Wo bin ich? Eine Tropfsteinhöhle. Ja, sieht sehr cool aus. Schauen wir doch mal. Die Hintergrundmusik auch. Sehr gut ausgesucht, sehr passend, finde ich immer so. Leicht dezent. So, was ist er? Das ist auch so ein Wächter oder so, wie man meint, ne? So eine dicken Tresortür. So, hier haben wir eine dicke Truhe. Hier ist nichts mehr. Schauen wir mal. Da ist jetzt ein Code oder Schlüssel oder. Wow! Alter! Das Licht! Unglaublich! Was ist das denn? Für eine Leuchtkugel! Die lässt nicht los! Du hast eben den Strahl erhalten. Zur Aktivierung des Strahls wirft durch Drücken von, keine Ahnung, ein Juwel. Ja, wie cool ist das denn? Wie kommen wir da jetzt hin? Da komme ich doch nicht ran, ey. Junge. Ah. Das meint er mit Strahl. Okay. Wow. Ja, der ist ja mal cool, ey. Cooles Teil, ey. Okay. Erstmal die ganzen Dinger einsammeln hier. Wow. Ah, Mist. Yo. Komm ich nicht rauf. Mist, die verschwinden also.
Ah, das ist natürlich Mist. Da komme ich jetzt nicht mehr ran da oben. Schiete. Schade, schade. Ja, sehr cool, ey. Das Ding schockt ja mal richtig. Da oben komme ich echt nicht mehr ran. Da sind goldene Sterne. Verdammt, ey. Verkackt. Es können zwei Strahlen gleichzeitig aktiviert werden. Oh, ich will da oben hin, ey. Lass mich durch. Shit, da komme ich doch nicht mehr ran, oder? Keine Chance, oder? Da jemand eine Idee? Nee, ne? Da oben. Aber nee, das geht nicht. Was soll er denn hier? Juhu! Zack. Ja, eigentlich eine ganz nette Idee, aber ich hab's verkackt einfach. Ist der dann stärker, wenn ich zwei nehme? Nee, ne? Nee, ist er irgendwie nicht. Ah, Mann, ist das ärgerlich. Ich kann den nicht so richtig schießen, den Strahl. Oh, das wäre vielleicht eine Möglichkeit. Ah! Jo! Jo! Cool! Ha! Geheimdeck-Konstellationssterne sind doppelt so viel als normale Sterne. Ja, genial! Komm, lass mich da runter. Ja, wie cool! Leute, ich sag's mal. Aber er geht mir schon ein bisschen auf den Sack, der Strahl jetzt hier. So, kommen wir da auch irgendwie rein? Da ist nichts mehr. Schade. Ja, cool. Gut, dass wir es nochmal versucht haben. So, lass mich jetzt hier mal runter. Juhu. Können wir auch sterben? Nö. Sehr cool. Ja, das ist doch mal echt witzig. So, schauen wir mal, was wir noch so können. Wo wir jetzt reinkommen. Welche Sektion? Okay, so. Jetzt müssen wir natürlich wahrscheinlich viel mit dem Strahl arbeiten. Da haben wir ihn. Strahl, eine geheimnisvolle Energie, die Kurt in seinen Bann zieht und ihm ermöglicht, Orte zu erreichen, die andernfalls zu weit weg wären. Alles klar. Huch. So, einen horizontalen Strahl aktivierst du, indem du ein Juwel gegen die Wand neben dir wirfst. Okay. Zack. Was haben die Dinger denn auf sich, diese... Frage ich mich. Diese Wände, diese Glaswände. Die haben doch keinen Sinn, oder was? Hm. Keine Ahnung, irgendwie haben die keinen so richtigen... Oder ich erkenne den Sinn nicht. Das kann natürlich auch sein. Man kann ein bisschen lenken in dem Strahl. So, Kurt. Oha. Ne, das war verkehrt. Das war auch verkehrt. Ich glaub, das sind schon... Oh, oh. Hm. Mist. Aber woanders denn schießen? Zum Glück kann man davon unendlich. Zack. Ich glaube, die muss man wirklich einfach nur wegkicken, die Dinger.
Okay. Der Strahl kann gegen Stacheln eingesetzt werden. Ah, okay. Nee, das war verkehrt. Ja, passt schon. Eigentlich wollte ich den einen Eisblock da noch wegmachen, aber... Verdammt! Nur wegen diesem einen Eisblock, der wahrscheinlich gar nicht mal was bringt irgendwie. So. Da geht der erste weg, ne? Das ist natürlich ein scheiß Standpunkt. Ja, komm. Oh. So, sehr gut. Und was macht er jetzt hier? Redet er mit mir? Um einen Strahl direkt nach unten zu werfen, drücke. Ja, das hatte ich ja schon rausgefunden. Na? Er ist nicht alles so wie scheint, Digga. Aha. Was möchtest du mir damit sagen? Ah, dass da noch ein Gang ist, ja? Vielen Dank. Witzig. Haha. Sehr cool. Ey, die schockt das schon echt. Ja, ich bin mal gespannt auf eure Meinung, eure Reaktion. Ich finde es echt lustig. Ist richtig lustig. Nee, also ich finde es echt... Hat was irgendwie. So, leider habe ich einen Stern vergessen und ihr wisst, was das bedeutet. Natürlich muss ich ihn mir sorgen. Shit. Jo. Jawoll. Das wird bestimmt da richtig in den späteren Levels richtig abgefreakt, ey. Jo. Alle mit einem. Oh! Oh! Alter! So, komm ich da noch ran? Junge! Oh, alter Schwede! Der Sprung in den Tod! So, drücke Strahl einmal, um deinen letzten Strahl zu deaktivieren, beziehungsweise zweimal, um... Okay. Oh! Ja, da wird's dann schon ein bisschen... Ab hier Space da. Sehr gut. Klasse Einsatz, Quad. Okay, jetzt wird es also dann ein bisschen schwieriger, aber das ist ja auch gut so, ne? So, wo muss der Strahl hin? Da, ne? Nein, verdammt! Ah. Kriegi Luzi. Schade. Ich wollte ihn genau, dass er... Jawohl. Oh! Shit! Ah! Das ist auch eine gute Frage. Hat man hier unendlich Leben? So, wo machen wir den denn am besten hin? Am besten ist doch, wenn er gerade nach oben zeigt, oder? Genau.
kommt er nicht ganz ran. Upsa, sehr gut. Er rutscht nicht runter, das ist doch schon mal gut. Na, ab wann lässt er mich los? Oh, oh alter Schwede. Hab ich voll weggeschmissen. Ja, cool. Also es gibt auch ein paar Blöcke, die ein paar Sterne hergeben. So, was ist jetzt hier los? Da müssen wir uns hochbeamen. Ja, interessante Welt. Ich frage mich, wo er da ist. Mhm. Ah, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Ach, verdammt. Auf der anderen Seite, wo wir eben runtergefallen sind in die Tiefe. Ich glaube, da sind wir jetzt angekommen. Dem reden wir noch nicht. 65 kriegen wir eine Ausrüstung wahrscheinlich. Die Rettungsweste ist ein entscheidender Gegenstand, der Kurt vor feindlichen Angriffen schützt. Jede Weste, die du bei dir trägst, wird einen zusätzlichen Treffer abverbergt, dich aber nicht vor Sichtkegeln. Okay, eine von eins. Jede mitgeführte Weste wehrt einen zusätzlichen feindlichen Treffer ab. Im Gegensatz zu anderen Gegenständen ist sie permanent aktiviert. Okay. So, erzähl mal was. Hallo, hä? Die Stimmen sind auch sehr cool. Oh, zu dieser Stunde hatte ich gar keinen Besuch erwartet. Sunny? Ich untersuche die jüngsten astronomischen Anomalien in unserem System. Es scheint, als würden die Sterne am Himmel verschwinden. In den letzten paar Jahren haben sich die Sternkarten komplett verändert. Ich suche nach einer logischen Erklärung für dieses Phänomen. Ein Wissenschaftler. Auch habe ich an allen neuen Sternkonstellationen, die auf dem Planeten auftauchen, Experimente durchgeführt. Einige datieren bis zu 330 Jahre zurück. Ich frage mich, ob es da eine Verbindung gibt. Wozu? Ja, vor langer Zeit regierte auf diesem Planeten eine königliche Familie. Ein König, eine Königin und ein Prinz. Doch sie verließen den Planeten vor rund 350 Jahren. Ich kann einfach keinen Zusammenhang sehen. Ich brauche weitere Proben. Hör mal, wenn du mir all deine gesammelten Sterne bringst, gebe ich dir dafür kostbare Gegenstände. Falls du jetzt schon welche hast, nehme ich sie gerne entgegen. Versuch mal den Automaten da drüben. Ich muss immer noch einen Weg in die Stadt finden. Können Sie mir da irgendwie helfen? Du kannst zum Dachboden des alten Schlosses hinaufsteigen. Aber ob du von da aus weiterkommst, weiß ich nicht. Hier, ich öffne dir die Lukentür. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Wer weiß, was für unaussprechliche Gefahren dort oben auf dich lauern. Haha, das werden wir sehen. Kurt kann die Sterne, die er gesammelt hat, an Automaten wie diesem hier gegen nützliche Gegenstände eintauschen. Das Symbol über den Automaten zeigt an, welcher Gegenstand dort erhältlich ist. Der Preis ist vom jeweiligen Automaten und Gegenstand abhängig. Ja, das haben wir ja bereits getan. Könnten wir ja nochmal einkaufen. Wir könnten wahrscheinlich nochmal einkaufen. Aber das brauchen wir vorerst nicht, oder? Nein, brauchen wir nicht. So, wir machen jetzt erstmal hier. Zack. Und auf geht's! Bin gespannt, wie lange die Demo geht. Der Dachboden. Okay, interessant. Ja, sehr cool. Gegner kann man da also auch mit reinmachen. Wie cool. Nein! Ah! Mist! Oh, ich Idiot. Shit. Nein, 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 nein. Ja, schieß ihn mal ab. Ja, cool! Mal sehen, was passiert, wenn er den abgeschossen hat. Ja, wie cool ist das denn bitte? Hallo? Da gibt es sogar noch Sterne für. Also, wir müssen die kaputt kriegen.
kriegen wir aber nicht. Fahr weiter, fahr weiter. Mist. Ah. Und schon ist unsere Weste weg. Nein! Ach Mann! Und die Weste ist weg! Doch nicht. Also grundsätzlich haben wir einen Treffer frei hier. So, sehr cool. Den holen wir uns nochmal nach unten. Der soll jetzt mal wieder den Typen hier abschießen, damit wir einen Stern kriegen. Ja, war mal eine nette Idee, den da runterzuholen, ne? Und tschüss, mein Freund. Oh, der gibt sogar 2 Sterne. Jawohl. Vom Feinsten. Ey, Alter, warum kann man halt nicht so schnell schalten hier, ne? Wow, Alter! Lecko! Wie nervig, ey. So. Na, oben sind die ein bisschen enger zusammen, die beiden. Was steht da? Cowardice. Also ich hatte ja gedacht, dass diese Splitter von dem zerstörten Raketchen mich noch mitnehmen irgendwie. So, jetzt wollen wir ihn da mal weg haben. Nein! Oh! Wie kriegen wir den denn da jetzt weg? So. Hat ja alles zu lange gedauert sonst da. So, wie machen wir den? Zack. Einfach so, ne? So, geh du mal kaputt jetzt oder weg. Das machen wir einfach so. So, was machen wir hier? Ah, komm schon. Ah! Oh! Fast zerquetscht da. So, wie kommen wir denn an die Sternchen ran? Ah, ich weiß schon. Oh! Alter! So. Den will ich natürlich auch noch haben. Chillig die Mucke. So, wo sind wir? Da sind wir. Da unten das Ding hat er auch irgendwas. Der schläft da oder was? Wow! Alter! Krass! Boah, der geht ja richtig ab. Was ist mit dem kaputt, ey? Alter Schwede. Guten Tag, Sir. Ich versuche in die Stadt zu kommen, aber ich finde hier oben im Dachgeschoss nicht einmal den Ausgang. Können Sie mir sagen, wie ich dorthin komme? Wenn du hier weitergehst, kommst du schließlich zu den Speisesälen. Von da aus kannst du in die Stadt gehen. Aber der Weg ist recht weit und für Kinder ganz bestimmt nicht ungefährlich. Und ich will doch schwer hoffen, dass du nicht vorhast,
mit diesen Dreckstiefeln hier rein zu spazieren. Ich poliere die Blöcke schon seit Jahren auf Hochglanz. Es tut mir sehr leid, Sir, aber ich muss unbedingt vorbei. Nur so komme ich nach Hause. Komm auch nicht auf die Idee, dieses leuchtende Ding, das du da bei dir hast, zu werfen. Das bleibt an meinem Boden nicht kleben. Aha. Alles klar, was steht da? Ideas, Innovation, Consistency, Courage, Will. Alles klar, so. Auf polierte blaue Blöcke kannst du den Strahl nicht anwenden. Auch blauen Gegnern kannst du damit nichts anhaben. Als Klärchen. Noch ein bisschen Jump and Run hier versuchen. What a lovely book. What pen did you use? Alles klar. Sieht so aus, als bräuchte ich etwas, um diese Mauer zu sprengen. Alles klar. Das ist die Frage, womit können wir es sprengen? Mit ihm, weil der hat eine Rakete, der Junge. Nein! Aber der ist nicht lang genug da. Machen wir das am besten. Wir müssten ihn wahrscheinlich erstmal hochkriegen, oder? Verdammt, ich komme nicht hoch. Ach, verdammt. Nein. Alles nochmal. Ach. Nein. Nein! Mann! Jetzt wird man nervös. Jetzt will man es durchziehen. Das ist ja auch immer das Problem, ja? Das war früher schon immer bei Mario so. Ja, komm, jetzt mal schnell. Ah, Mann, wie ärgerlich. Ja, ist die Frage, wie machen wir das da am besten? Ah, wo sind wir denn hier? Na, Mutti? Die roten Wächter sind überall. Ich verstecke mich mal besser mit meinem Waffenarsenal. Diese Sprengstoffe gehörten meinem Opa. Sie funktionieren immer noch. Einwandfrei. Nimm ruhig welche. Du siehst aus, als könntest du etwas mehr Feuerkraft gebrauchen. Alles klar. Das könnte sich als nützlich erweisen. Aber ich will nichts in die Luft sprengen. Ich will nur in die Stadt und mit dem Bus schleunigst von hier weg. Sie werden dich nicht durchlassen. Auch gibt es immer etwas, das gesprengt werden muss. Das ist eine Frau, die gefällt uns. Her mit der Bombe. So, drücke, um auf Rucksack zuzugreifen. Bombe. Die Bombe erweist sich oft als nützlich. Sie explodiert beim Aufprall und kann zur Beseitigung von Gegnern und gewissen Mauern eingesetzt werden. Ich habe 2 von 2. Baby A. Thanks. So, dann wissen wir jetzt ja natürlich, wie wir das hinkriegen. Aber wir wollen ja auch irgendwie noch. Ja, das haben wir jetzt auch, ne? Ist mal die Frage, genau. So. Ja. Ach, sieh mal an. Erinnerung. Wurde vor 52 Jahren ausgestellt. So und. Nee. Ja, ich will.
Ne, kann ich nicht einsetzen. Ah, ich kann... Interessant. Bleibt echt die Frage, wie kann ich jetzt dieses Ding hier einsetzen? Drücke Rucksack. Ja, habe ich getan. Und jetzt habe ich hier die Bombe. Gib her das Ding. Ah! Interessant, okay. Wo bin ich? Da. Alles klar. So, jetzt können wir also mit den L-Tasten eine werfen hier. Ich weiß natürlich nicht, wie weit die fliegt. Deswegen denke ich mal... Ja, cool. Sehr gut. So muss das gehen. Oh, was sind wir Pleatsch? Was sind wir Pleatsch? So, da oben sind zwei Blöcke. Da geht's aber nicht weiter. Das war natürlich richtig sinnfrei. Oh! Wie cool, ey! Da konnten wir so schnell nicht raus. Boah, knappes Ding. Cool. Irgendwie macht's Laune. Oha. Okay. Nein, fuck! Ah, nein! Shit, da wurde ich nervös. Nein! Oh! Nein! Oh Mann, ey! Nein! Ah! Mann! Komm schon, komm schon, komm schon! Jawohl! Meine Güte! Verdammt, keine gute Idee, komm schnell! Nein! Oh. Mann, so. Shit. Ach, Mann. Nein, nein. Ich dachte schon. Alter. Mann, ey. So. Wow, was ist denn hier los? Was wollen die denn? Oh! Was war das? Irgendwas wollte mich da explodieren. Wo kommen die denn her? Alter! Nö! Was ist denn da? Das ist ja mega fies. Alter Schwede. Was war denn das bitte, ey? Cool. Ey, wir haben das so drauf hier, ey.
Ah! Nein! So, komm. Alter, nö! Mann, ey! Oh, Alter! 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 Oh, nö! Mann! Ui! Alter, was war das denn bitte für ein Blitzgewitter? Ah! Ah, das sind Kronleuchter, die da runterkicken. Das habe ich eben nämlich gar nicht so schnell weggekriegt. Ende der Demo! Ah, wie schade! Pit! Wir hoffen, dir hat diese Probeversion von Pit gefallen. Ja, allemal! Also ich fand's echt cool. 110 Geheimnisse in 22 Welten, über 12 Stunden Spielspaß, 5 große Kämpfe gegen Endgegner, Retro-Spaß im Zweispieler-Koop-Modus. Also mir hat das Ding mal richtig Freude gemacht. Oder kann ich jetzt hier zurück? Was passiert dann? Na, ich kann nur das Spiel starten. Bildschirm zurückkehren, Titelbildschirm, jawohl. Nee. Pit. Ja, also, ich hoffe, ihr hattet auch mehr oder weniger ein bisschen Spaß daran. Ich fand's ganz witzig, so viel zu angezockt, PID oder Pit oder whatever, Kurt auf Abenteuerreise, nenne ich es jetzt einfach mal. Schreibt gerne in die Kommentare etwas dazu, was ihr dazu meint, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt. Und dann lasst uns doch einfach in den Kommentaren ein bisschen darüber unterhalten. Ja? Also, macht's gut, schönen Tag noch und bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, Angezockt mit Dabo. Tschüss!